Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen The Forest. Mal wieder. Oh, da ist noch Platz. Zack. Machen wir schnell einen Schluck trinken. So, mittlerweile, wenn man hier alles abholzt, kriegt man auch häufiger Besuch, habe ich festgestellt. Was ich krass fand, die haben mit 5 Leuten angegriffen. Einer hat sich hier in so einer Falle da unten verheddert, hat aber komischerweise überlebt. Ich dachte, wenn da jemand reinläuft, dann ist der instant tot. Und ja, dann habe ich da hinten, bin ich da hinten hingerannt in die Falle da. Hab da jemanden reingelockt, hab den dann abgestochen. Der hat sich dann in die Luft aufgelöst, weil ich dann die Falle gerichtet habe. Und dann waren auch die anderen wieder weg. Ich dachte, die machen mir echt noch, reißen mir den Arsch auf, aber nö. So ist das mit so komischen Nachbarn. Trocknete Echse. Machen wir noch den Fisch hinterher. Jetzt haben wir hier noch Vogelfleisch. Oh. Das passiert manchmal beim Baumfällen. Dann haut man ja auch mal ein oder zwei. Oh, scheiße. Nein, ich habe mich verdrückt. Was habe ich gemacht? Ich habe irgendwas gegessen. Ich weiß bloß nicht was. So, und ich muss nochmal hier so ein Ding hinstellen, um irgendwie das Fleisch aufzuhängen. Weil ab und an kann man ja nebenbei immer gut jagen. Ich kann auch nicht widerstehen, wenn ich da hinten so... Ist das... Ja, komm. Muss Bogenschießen lernen. Geht doch. Ja, dieses Pavillon-Ding habe ich auch schon angefangen. Aber ihr seht, es ist noch lange nicht fertig. Oh, ist runtergerutscht, mein Wagen. Erstmal das Tierchen. Sorry, ich löse jetzt die Falle nicht aus. Nee, erstmal will ich einen anderen Pfeil haben. Ach, scheiße, jetzt habe ich den Pfeil nicht mitgenommen. Weil wenn man das Tier mit Pfeilen, glaube ich, nimmt, dann kriegt man die Pfeile nicht wieder. So eine Vermutung. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Ich habe es noch nicht... Ach, Äste haben wir ja auch noch. Was machen wir? Echsen haben wir auch. Ja, genug Echsenhaut. Zum Tarnung machen. Damit ich ja wieder Echsenhaut nebenbei mitnehmen kann. Weil die lassen sich immer unterwegs am einfachsten killen. So, tragen, 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 tragen. Einen brauchen wir noch. Zack, entfernen, tragen. Knochenrüstung hebe ich mir nochmal auf fürs Gefecht, wenn ich absichtlich nochmal irgendwo hinrenne. Ja, also ich würde heute weiterbauen. Normalerweise mache ich ja sowas nicht. Oder ich versuche es nicht zu machen. Aber ich habe unbedingt Bock, hier dieses Ding da mit einer Brücke noch zu versehen und fertig zu bauen. Und wenn wir Glück haben, sind wir mit einer Lieferung vielleicht durch. Ich frage mich nur langsam, wo ich hingehe. Also von da kam, wie gesagt, die kleine Truppe Kannibalen. Und auf der Seite habe ich jetzt zweimal, ja, ich sag mal... Spider-Kannibale oder wie auch immer. Es hat so 5, 6 Beine und ja, sieht komisch aus. Irgend so mutierter Kannibale. Ich weiß es nicht. Wir haben auch ein Foto von denen. Fällt mir gerade auf. Habe ich, glaube ich, auch schon 2, 3 Mal gezeigt. Aber diesen Vogel hier. Ach, der hat ja oben keine Arme, oder? Und der hat hier 2... Ah... 6 Beine, na gut. Ich sag jetzt, das ist das Spider-Kannibale.
wollte einfach Spider-Man werden. Und hat sich zusätzliche Beine angenäht. Ja, der geht hier immer hier da vorne lang. Mal gucken, vielleicht kommt er ja wieder rum. Boah, sagt er. Ist eine Echse? Bogen. Boah. Nehmen wir nochmal mit. Ich weiß, jemand meinte mal, die Steinschleuder soll zum Jagen von Kaninchen ganz gut sein. Ich habe es, glaube ich, immer noch nicht getestet, ne? Habe ich überhaupt jemals eine Steinschleuder gebastelt? Nee. Ah, ich habe keinen Ast. Vielleicht später. Erstmal kommt die Schwerstarbeit, dann das Vergnügen. Bauen wir uns mal eine Steinschleuder. Vielleicht finden wir noch einen Kannibalen oder Kaninchen, wo wir mal die Steinschleuder mal testen können. Also ich glaube, die fressen ja schon 2-3 Pfeile. Ah, und nebenbei, ich weiß gar nicht mehr. Ich nutze jetzt immer diese Axt. Die nutzt zwar mehr meine Ausdauer. Also ich muss da mehr am Tag futtern. Aber dafür, ich weiß gar nicht mehr genau, ich habe mal nachgezählt. Ich glaube, mit der kleinen Axt brauche ich, was war das, 17? Wir können es ja gleich mal testen. Aber wir müssen auf die Baumstämme Dicke achten, weil das unterscheidet sich auch wieder. Wenn man so einen schmalen Baum nehmen, braucht man natürlich weniger als gegen so einen großen. Aber wir müssen nur zwei... Wir machen das, ich mach's nochmal live. So, fangen wir mal an. Eins. Was war ein Treffer? Hm, ich sehe nichts. Vielleicht war es kein Treffer. Nee, egal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Nee, dann war der erste nicht. Weil, mit der habe ich immer 12 gehabt. So. Der ist auch ein bisschen schmal. Der war auf jeden Fall mehr als 12. Eins. Aber hier sehe ich jetzt auch wieder keinen. Okay, dann sagen wir mal 13 doch. Hier haben wir es auch jetzt nicht gemacht. Ah, jetzt habe ich nicht gezählt. Ah. Scheiße. Ja, warte mal. Nimm mal einen anderen Baum. Ich habe jetzt echt aufgepasst. Hier, der ist nochmal schmal. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. 12, 13, 14, 15, 16, jetzt aber 17. Genauso habe ich das auch. Okay, dann war es bei den anderen vielleicht 12 bis 13, aber die Kleine auf jeden Fall 17. Braucht aber, glaube ich, weniger Ausdauer. Ich bin mir da nicht sicher mit der Ausdauer. Das möchte ich jetzt nicht testen. Ich wollte nur zeigen, dass hier die selbstgebastelte Axt dann doch ein bisschen mehr bringt als die... ja, die erste Standard-Axt, die man hat. Ich könnte mir noch vorstellen, dass es vielleicht, wenn es hier schon Katana gibt, vielleicht auch noch eine richtige Holzfäller-Axt gibt. Aber habe ich ja nicht gefunden bisher. Ich habe hier auch lange gebraucht, um Kochtöpfe zu finden oder einen Kochtopf zu finden. So. Ne, müssen wir voll machen. Einen müssen wir voll machen. Da muss man ein Bäumchen dran glauben. Welchen Baum hatte ich vorhin angeschlagen? Wollen ja nichts Kaputtes in der Natur zurücklassen. Ich glaube, das warst du. Hm. Oder du? Ast. Hm. Hat
sich schon wieder regeneriert, der Baum, wer immer das war. Naja, Rehfell brauchen wir auch noch. Einen habe ich ja zwischendurch mal gesammelt. Da haben wir mal geschossen. Der hat es aber auch drauf angelegt. Also wenn so ein Bambi, ja, sich echt kackfrech 2 Meter vor mir hinstellt, wo ich gerade einen Baum zerhacken will, dann muss dieses Tier daran doch... Da ist es doch voll natürlich, dass ich zum Bogen greife und drauf schieße. Es ist zwar weggerannt, aber dann habe ich noch 2 Schüsse aus der Distanz hinterher gesammelt und dann war es tot. Ging eigentlich ganz gut. So, aber ich glaube, mit dem Baum müsste jetzt die Ladung voll sein. Ah, was ist das? Nicht mal überladen kann man das Ding. So, nehmen wir mal so ein Ästchen. Pfeile. Zwille. Ah, da brauchen wir ein Tuch, haben wir ja. Und so ein Klebebändchen. Davon haben wir zwar nicht so viel, aber was tut man nicht alles? So, ausrüsten. Ah, Vogel ist zu easy peasy, wollen wir nicht. Okay, ging ja ganz schlecht. Hä? Das Kaninchen ist schon weg. Fuck, nein. Ast will ich haben. Ich dachte, das... Doch, das ist da. Oh, haben wir doch erwischt. Okay, das ging doch. Easy. Alles war vielleicht Glück. Aber dass die Steine, die müssen auch hier irgendwo liegen. Man noch irgendwas? Freiwillige vor. Ich hab eine selbstgebaute Zwille. Oder Zwille. Muss ich zugeben, hatte ich als Kind auch. Hat einen Heiden Spaß gemacht. Aber was ich damit angestellt habe, erzähle ich lieber nicht. Ich möchte ja ein Vorbild sein für die Jugend. Die Jugend nicht verderben. Ah. Mathilde lacht. So, oh, oh, gib's. Kriegen wir. Du kleines Tierchen. Das läuft ja richtig. Den habe ich so gut wie selten gekriegt, hier so ein Eichhörnchen. Oh, warte mal. Gar nicht weggelaufen. Nee, ich geht weg. Wo ist Bambi? Ich werde dich mit Steinen erschlagen, Bambi. Nimm das. Ah? 4? Es bleibt auch stehen. 6. Das ist so ein Dusselvieh. Lässt sich echt vor meinen Stein prügeln. Oh, eine Feder. Ah, der war gut geschossen, ne? Oh, bleib doch mal stehen und verrecke. Verdammt. Die Pfeile brauchen wir aber. Das sind gratis Geschenke für Kannibalen. Ey, willst du... Du hältst echt viel aus, ne? Bambi. Jetzt habe ich so viel Steine und Pfeile drauf geschossen. Jetzt will ich dich tot sehen. Jetzt will ich... Wo bist du? Hä? Nee, das ist... Mein St... Ach, da! Es verhöhnt mich! Das Bambi-Tier. Ja, nice. Jetzt können wir gar nicht das ganze Fleisch mitnehmen, ne? Doch, können wir.
Ich bring mal kurz das Fleisch weg. Wir wollen ja nicht, dass es schlecht wird. Weil wenn wir schon Tiere töten, dann sollten wir auch das Fleisch natürlich dafür aufbrauchen. Ne? Können auch von mir aus auch nochmal eine Runde beten an den Tiergott. Uns bedanken. Oder an die Götter des Waldes oder so. Keine Ahnung. Aber wenn wir schon mal zu Hause sind, können wir eine Runde snacken. Es gibt eine Echse, Reh, irgendwas anderes. Ach, das sind Vögel gewesen. Okay. Trinken wir schon mal was. Dann verheizen wir mal so einen Dollarschein. Dann wird das Vogelfleisch richtig zart. Richtig zart. Mit Dollarschein kriegt man das sogar gut medium hin. Mit Euro nicht. Mit Euro schmeckt das nicht so gut. So. Ja, macht euch nichts draus. Manchmal, wenn ich Holz hacke, da laber ich die ganze Zeit Quatsch. Das ist leider so. Tut mir leid. Wenn euch das nervt, wenn ihr das nicht hören wollt, dann schreibt mir was dazu in die Kommentare. So, jetzt holen wir mal unseren Wegelchen. Frisch gestärkt. Da lag auch noch ein Stück Holz, aber ich glaube, wir sind voll, ne? Ja, genau. Wir sind voll. Habt ihr das gesehen? Die Dinger haben mich schon nachts erschreckt. Da hast du drei, vier Bäume gefällt, ja, dann kommt da, ist da eine Echse, die habe ich nicht gesehen, weil halt dunkel, ne? Und auf einmal bewegen sich da die Baumstämme, die fliegen umher. Ich dachte, was ist denn los? Kannibalen? Nee, war eine Kackechse. Ne? Waran. So, hier haben wir noch schön Holz liegen, das ist gut. Jetzt weiß ich gar nicht, jetzt haben wir Bambi gejagt. Ich wollte eigentlich Stöcke haben wir nicht, scheiße. Ich habe es mir nicht angewöhnt, immer wenn ich hier ein bisschen Holz hacke, ach, hier liegt auch noch was. Dann komme ich immer mit einer vollen Ladung Stöcker wieder. Die kannst du halt immer gebrauchen, ne? Pfeile sind so wichtig. Aber hier habe ich schon eigentlich. Hier war mal alles voll, glaube ich. Also hier war doch. Glaube ich nicht. Ist es so. Hier war mal alles voll dieser Büsche, weil. Man braucht hier auch viel Laub. Dich habe ich übersehen, du darfst gehen. Bambi. Wir brauchen zwar noch ein Fell, aber die Couch läuft nicht weg. Also, ich weiß auch nicht, wer sich das ausgedacht hat. Also, Laub mit einem Speer sammeln, ja? Oder Bäume zerkleinern. Ich finde es nett, dass es geht, aber ich hätte das nicht so gemacht. Oh doch, jetzt sind wir voll. Gut, jetzt dürfen wir zurück. Jetzt haben wir volle Taschen. Ach, sogar auch noch Fleisch. Ah ja, war ja voll. Auch ein gar nicht mehr jagen. Ich habe, glaube ich, drei, vier Fleischbehälter. Ne, doch vier. Oben ein auf meiner kleinen Verteidigungswand oder wie man das nennen soll. Zwei Stück und unten noch am Lagerfeuer eins. Ah ja, das Baumhaus habe ich platt gemacht. Ich dachte mir, wenn wir jetzt so ein Pavillon bauen, da können wir bestimmt auch schlafen oder so. Dachte ich mir, da kann das Baumhaus weg. Ich habe da auch nie übernachtet. Und außerdem war es zu nah dran. Nicht, dass da noch ein Kannibale drauf klettert und dann auf meinen Verteidigungswälder. Darum habe ich mich schweren Herzens von meinem Baumhaus getrennt. Ich bin erwachsen geworden. Darum baue ich mir jetzt ein Pavillon. So. Ach ja. Äste und. Ja, lauf. Ich hab dich schon gesehen. Oh nee, einer fehlt, ne? Ein verkackter Baumstamm. Mist! Ja gut, dann hacken wir mal von hier ein Bäumlein weg. Und die immer mitnehmen. Krass, aber wie gesagt, letzten Tag, ne? Mehrfach Kannibalen und komische und Spinnenkannibalen gesehen oder Spider-Mutant. Aber
Dieser Tag ist verdammt ruhig. Und ging auch irgendwie schnell rum. Kann man das zeitlich, kann man den Tag vielleicht zeitlich nochmal irgendwie einstellen? Hey, Einstellungen. Anzeige. Sonnenscheinkollision. Nicht, dass ich die ganze Zeit irgendwie eine komische Einstellung habe und in Wirklichkeit geht das viel langsamer. Nachwachsende Bäume sind cool. Naja, Steuerung, Schlüsselbindung. Hm. Okay, hätte sein können. Baumfeld. Timber. Tada. Oh, gibt eine Errungenschaft. Irgendwas. You should be looking for Timmy. Nee. Timmy, wer war Timmy? Ich glaube, Timmy war unser Sohn. Ja, also, wenn so ein Tier, ne, so vor mir läuft, dann muss es damit rechnen, getötet zu werden. So. Ach, bevor du wegrollst. Wo sind die andere Baumstämme? Doch nur ein Verheiz zum Bauen, oder? Hm. Okay, gut. Pack mal da hin. Ach, da ist einer hingerollt. Frech. So. Jetzt wäre echt cool, wenn man eine Hängebrücke bauen kann. Aber dieses Hängebrücken-Element passt ja nur an, ja, nicht an diese komischen Fundamentteile. Ich habe drüber schon häufig gemeckert und ich werde auch weiterhin meckern und ich werde es weiterhin testen. Man sieht jetzt nämlich die schönen Verankerungspunkte. Warum ist dieser Punkt da nicht da, wo man den gebrauchen kann? Da hinten ist er. Okay. Das heißt, von denen könnten wir weiterbauen. Das finde ich cool. So. Und, oh, das geht doch. Nein, das geht nicht. Ach, deine Mutter, ey. Forest. Ich weiß, ich habe es schon mal getestet. Ich hätte es so cool gefunden. Jetzt, das sieht doch geil aus. Einfach so eine schöne Rampe. Kann ich hochlaufen? Nein. Geht natürlich nicht. Spielentwickler von The Forest, ihr müsst das ändern. Jetzt muss ich hier eine eigene Treppe wieder bauen. Mich wieder verschätzen. Und runterfallen, weil ich das so gut kann. Und hier liegt auch... Na egal. Warte mal kurz. Abbruch. Wir sind überall hingeflogen. Ich mach mal wieder Licht an für euch. Warte mal. Macht das hier mit einem Unterschied? Ah, das sind Batterien, die verbrauchen sich. Was passiert, wenn ich die jetzt benutze? Boah. Nett. Kann ich dazu eine Waffe benutzen? Oh ja, es geht. Nee, ich würde sagen, die benutzen wir für die Höhle. Wieso kann ich das nicht mehr? Ah, ich muss das Feuerzeug wieder ausrüsten. Ach, ich finde, das sieht auch wärmer aus, das Licht, ne? Von der Taschenlampe sieht irgendwie so kalt aus. Es ist so kaltes Licht. Mag ich nicht. So, schön. Drehen. Diesmal machen wir diesen anderen Stab da in diese andere Richtung. Gucken wir mal, wie schaut's denn aus? Ja, kann ich auch mitleben. So, wie viel Holz? 15. Haben natürlich jetzt keins mehr. Ich würde sagen, wir schlafen mal eine Runde. Weil jetzt die Folge zu beenden wäre ein bisschen kurz. So. Einmal schlafen. Und voila. Sonne ist wieder da. Wir haben zwar Hunger. Ist auch nicht so schlimm. Lecker. Ich will gerne Echse essen.
So, schön Echse dazu. Diesmal Laub. Echse muss man mit Laub essen. So, solange die Echse durchbrät, mal ein bisschen was trinken. Oh, ist das nicht ein Kunstwerk von meinem Sohn? Also ich glaube, bei den beiden Bildern müssten wir ihn zum Psychiater bringen, oder? Auf jeden Fall, wenn das Kind in der Schule wäre, werden wir auch bestimmt von den Lehrern in die Schule gerufen. Das da oben ist bestimmt, das sind bestimmt wir. Da hat bestimmt der Papa, den Papa gezeichnet, wie er den Kannibalkopf abschneidet. Stimmt. Ja, wir haben nochmal ein Reh, nochmal ein Reh. Eins fehlt noch, dann haben wir eine schöne Couch. So. 15 Holz vor unser Ziel. Da holzen die Bäume hier in der Nähe ab. Keine Lust jetzt so weit zu laufen. So. Weil er 20 Baumstämme anzeigt. Ah ja, da unten, das ist noch das Verteidigungsding, ist noch gar nicht fertig. Kann ich auch noch gleich ein, zwei für nochmal um das andere Ding, um das Pavillon bauen. Aber ich glaube, ich werde dann. Na komm. Es strengt schon beim Zugucken an. Jetzt mach mal hin da. Ich glaube, ich werde dann auch, wenn ich ein Podest bauen kann, nochmal in diese andere Richtung eins bauen. Jetzt glitscht das da durch. Na gut. Da liegt auch noch was. Zaum mal in die Erde. Ich überlege gerade, wofür ich Steine gesammelt sammeln soll. Couch ist ja fast fertig. Bestimmt habe ich da oben noch irgendwo ein Bauprojekt, das ich nicht beendet habe. Timber! Und Timo, oder wie er hieß. Wollt ja nicht so schnell weg da. Ich brauche euch noch. Weniger stöhnen, mehr hacken. Den einen müssen wir noch. Komm, stellen wir uns mal hier drauf. Ach ja, da habe ich noch Beine hingehangen. Ich habe die irgendwie mal mitgenommen, warum auch immer, ich weiß es nicht. Die waren halt da und ich habe sie halt mitgenommen. Das ist halt so Standard bei so einem Spiel. Man nimmt alles mit, auch Beine von irgendwelchen Leichen. Aber sie machen sich gut, finde ich. Also sieht gewollt aus. Hey, geh weg. Packt man nicht auf den Fuß. Ich will gerade mal gucken, ist das ein linker und rechter Fuß? Passt das? Nee. Passt nicht. Rechter Bein. Völlig mögen die Kannibalen die rechten Beine nicht. Ich weiß gar nicht, woher ich die her hatte. Oder habe ich einen Kannibalen zerhackt? Geht das? Weiß ich gar nicht mehr. Roll nicht weg. Bleib hier. Ich sammel dich ein. Ich auch.
Es sieht schon mal, ne? Auch wenn es ein bisschen schief ist, es sieht nach was aus. Also es sieht jetzt nicht so ein Baumhaus aus. Es sieht nach was. Ich glaube, ich mache den Kannibalen Angst. Wenn die herkommen und sehen, oh geil, der muss ja echt was drauf haben. Da kommen wir nicht hin, wir Kannibalen. Ey! Mein Baum. Stamm. Will ich auch haben. Der Rest ist ja da so an der Wand. Den müssen wir eben per Hand rausholen. Da brauchen wir das Wägelchen ja gleich. Das liegt schon alles da. Ach, perfekt. So. Komm her. Ach nee, ey, sag nicht, ich muss da hochklettern. Danke, muss ich nicht. Ich bin mal gespannt, wie das da oben, ob es da einfach nur so ein Rondell ist oder ob wir da was bauen können. Ich habe sogar mehr gehackt, als ich muss. Aber das verarbeiten wir auch nochmal schnell. Stecken wir nämlich hier rein. Hey, warum kann ich nicht bauen? Doch, da. Wir brauchen noch drei Baumstämme. Habe ich hier noch was? Oh, hier liegt doch auch noch einer. Hier liegt nur einer. Das wird auch fertig. Mensch, wir leisten hier richtig was. Wir sind richtig produktiv. Hier ist auch noch einer. Zack, fertig. Ist da noch einer versteckt? Ja. Ich leg den nur mal hier hin. Kann man ja irgendwann gebrauchen. Ich baue bestimmt noch mal eine Falle oder irgendwas. So. Kommen die hier vielleicht drauf? Scheiße, sich jetzt erst. Das gefällt mir nicht. Da müssen wir was vorbauen. Also hier muss auf jeden Fall was hin. Aber das gefällt mir richtig gut. Die Treppe, obwohl die neu ist, ist sie trotzdem schon ein bisschen schief. Wir haben einen, auf der linken Seite einen schwebenden Vogel und ich habe eine leere Cappuccino-Tasse, sehe ich gerade. Verdammt. Ah, nicht mal getroffen habe ich. Von hier oben können wir schon gut rumballern. Ist nicht verkehrt. Ah, jetzt habe ich, sehe ich aber ein anderes Problem. Wenn ich jetzt hier vorne... Und doch, könnte doch vielleicht gehen. Von hier und dann vielleicht da um die Ecke. Hm. Gefällt mir. Ja, jetzt kann ich auch, wenn hier die Kannibalen kommen, kann ich auch von der Seite... Klack, klack, klack. Scheiße, ich mache das schon. Auffangen. Wegballern. Das gefällt mir richtig gut. Doch, das gefällt mir richtig gut. Aber warum ist das nicht dicht? Hm. Ich war erst am Überlegen, ob ich hier vielleicht irgendwas reinbaue. Aber wenn ich jetzt so sehe, dass ich in alle Richtungen schießen kann, würde ich das doch eher sein lassen. Vielleicht hier irgendwas. Oder eine Bank. Ja, also. Das finde ich super. Das ist very nice. Was können wir als nächstes bauen? So. Na gut. Hier sagt er grundmäßig 30 Holz. Ja, aber wir haben, glaube ich, wieder das Doppelte verbraucht. Lochsiegel. Könnten wir vielleicht nicht auch... Na egal, komm. Ziegel brauchen wir nicht. Was können wir noch immer... Wand brauchen wir nicht, ne? Wege... Kein Mensch. Brauchen wir nicht. Baumharzsammler. Also bisher. Nee. Brauche ich das nicht. Warum kostet der nur ein Baumstamm, wenn so nur. Wo war das? Kommt das noch? Wenn so ein fucking Vogelhaus 4 Baumstämme braucht, ja? Da verstehe ich die Relation nicht. Hier sieht aus wie... Nee, egal. Nee, 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 nee.
Katapult. Wozu ein Katapult? Was soll das können? Kann ich damit Kannibalen katapultieren? So. Das könnte man auch mal bauen. Das ist echt schweineteuer. Boote. Ja, Boote. Das ist eine geile Idee. Hausboot. Hausboot, großes Floß. Ne, Boot würde ich eher sagen, mobil bleiben. Da würde ich eher so sowas hingehen, großes Floß. Errichte ein Signal. Gib nie die Hoffnung auf. Oh. Doch unsere To-Do-Liste. Irgendwie nicht, aber es erkunde die tote Höhle. Hä? Da, wo wir drinnen waren? Stimmt, irgendwo ist was aufgeblinkt, dass wir irgendwie neue To-Do-Liste-Kram haben. Aber ich habe hier die linke Seite gelesen. Ich dachte mir, hier kommt noch was. Aber jetzt kommt es auf der rechten Seite. Hm. SOS, wo kann man das denn hinbauen? Nee, warte mal. Brechen wir es mal ab. Überlegen. Oh, wir müssen was essen. Oh. 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 Nochmal ganz kurz das Schnabulieren. Ich will nochmal kurz klären, wo wir das SOS-Symbol hinpacken. Könntest du da hinten auf dem Gang machen. Aber hier so um den Wald würde ich, glaube ich, nicht, dass man das sehen würde. Also wenn vielleicht auf dieser Stelle. Hm. Essen wir mal. Gucken wir mal. Ja doch, ich komm. Wir bauen das hier. Mitten auf dem Weg. 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 SOS. So. Jetzt sammle ich mal Stein. Oder das können wir auch in der nächsten Folge machen. Aber irgendwie bin ich gerade dabei. Eigentlich ist Stein auch ziemlich schnell gesammelt. Guck mal. Machen wir mal schnell fertig. Ich weiß, ich überziehe dermaßen heute, aber ey. Ach, ich liebe dieses Spiel. Ich mag ja so Survival-Spiele. Es ist einfach cool. Man kann bauen. Man versucht zu überleben. Egal ob gegen Zombies, Kannibalen. Oder sonst was, es ist mir Wurst. Aber ich finde das cool. Ah, hier liegen schon wieder Steine. Können wir. Nee. Habe ich keine. Die spawnen so recht schnell, die Steine. Es ist krass, wie schnell die spawnen. Ih, Spinne! Spinne! So. Alle nicht auslösen. Da ist ein Stein. Danke. Ach, geht nicht mehr. Verdammt. Jetzt kann man die auch eigentlich 5 Meter vorschieben. Da habe ich einen Kannibalen gesehen. Geh weg, ey.
Oh, Steine. Steine. Das ist mein Zuhause. Kauft euch ein eigenes. Ich fahr zuerst hier. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Oh, nur 5 Steine kann er tragen. Ah, kleiner Stein für die Zwille. Na, achso, das sind keine Steine zum Aufsammeln. So, da würde ich sagen, gehen wir mal hin, ne? Bringen wir die Lieferung. Eine Waffe. Ah, Mama! Nee, 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 Junge. Ich dachte, Mama. Oh, die springen ja richtig. Na, fallen kennt er? Scheiße. Alter! Molly oder was? Also tickst du aber nicht richtig. Scheiße. Ey, der bist doch mal tot! Alter! Jetzt krieg ich langsam Banane hier. Nee, Junge, jetzt wird mir langsam zu viel hier. Der eine klettert, der andere ist weiß nicht wo. Ey, das war eine Verteidigung, die kostet Geld, du kleiner Horst! Ey! Wer hat was vom Weglaufen erzählt? Alter Schwede. Ich hab's nicht alle gekriegt. Na gut, müssen. Kann ich den nicht mehr kriegen, oder was? Puh. Ja, das war jetzt nicht so geplant. Vor allem, ich hab's jetzt nicht alle erwischt. Mal wieder nicht. Die werden sowas doch von sich rächen, oder? Machen wir mal schnell einen anderen. Ich glaube, ich mache jetzt auch keine Tarnung mehr. Ich glaube, so langsam können wir doch übergehen in das Ganze in Knochenrüstung zu investieren. So, und das werde ich mir jetzt basteln. Sonne geht auch runter, Kannibalen haben wir getötet, ein paar. Aber... Nee, ist kein Kannibale. Hm. Hier unten brauchen wir mehr Fallen. Definitiv. Ja.
Ich würde dann sagen, ich lasse den nochmal abfackeln, mache ein Barbecue mit ihm. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, ne? Wenn es euch gefallen hat, und es hat euch gefallen, lasst ein Like, ein Abo da. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.